Einen wunderschönen guten Morgen. Der Stream läuft. Super, danke Jaroslav. 10.14 Uhr. Mit ein paar Minuten Verspätung, ich tippe mal das Wetter. Heute ist wie immer ein Antragsdienstag. Wir haben heute auf der Tagesordnung kurz das Wichtigste des Tages. Vier Anträge stehen und das Allerwichtigste des Tages, dass wir relativ zügig da durchkommen, denn wir haben heute jemanden zu Gast. Vielleicht kann die Kamera da mal gerade sozusagen genau hingehen. Das ist nämlich der liebe Sekor, auch bekannt als Stefan Körner in diesem Fleischraum. Und die Hermi, das heißt der Bufo ist unser Gast heute und wir werden dann nachher bestimmt das eine oder andere Thema hier ein bisschen besprechen können. Dann haben wir im Bereich der sonstigen Geschichten noch ein paar Dinge, die wir ansprechen sollten. Zum Beispiel die Kernarbeitskreise und dann noch die Terminhinweise, die aber noch unvollständig sind. Da gibt es bestimmt wie immer das eine oder andere seitens der MDL für diese Woche, was kommt. Und wir haben vorweg mehrere Beschlussvorlagen für die Personalia. Ich setze mal mit Hartmut grob 20 Minuten an. Eventuell sind wir aber auch schneller durch für später. Und dann haben wir noch einmal für den Bereich Wirtschaftsausschuss 5 Minuten vom Daneboot. Denn die Haushaltsberatungen werden ja auch wieder Thema werden. Gibt es für den Bereich des nicht öffentlichen Teils noch weitere Wünsche? Okay. Dann möchte ich darüber abstimmen lassen. In Top 1, Abstimmung über nicht öffentliche Teile, Personalia und Wirtschaftsausschuss, 25 Minuten. Wer kann dem so zustimmen? Das ist. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Bei Nichtteilnahme von Olaf ist dieser nicht öffentliche Teil so angenommen worden. Kommen wir dann zum Bericht des Vorstands und der Pressestelle. Ingo, ja. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ja, wir haben uns gestern schwerpunktmäßig mit der Kabinettsumbildung beschäftigt. Logischerweise sind heute auch in verschiedenen Medien entsprechend zitiert worden. In dieser Woche bereiten wir das Plenum vor. Ich bin sehr gespannt auf die Abstimmung über die Anträge gleich, sodass wir dann anschließend die Plenarübersicht rausgeben können. Außerdem stehen noch vor allen Dingen zwei wichtige Ausschüsse in dieser Woche an. Einmal der Wirtschaftsausschuss, wo unsere Anträge drin sind zur Glasfaserstrategie. Außerdem Haushalt NRW und im Ausschuss Arbeit, Gesundheit und Soziales geht es um Pflegepersonal, wo wir uns ja auch thematisch positionieren. Einen Tag später am Donnerstag gibt es dann noch den Innenausschuss, auch da mit Flüchtlingen, den Hauptausschuss mit Polizeibeschwerdestelle und im Verkehrsausschuss ist unser Landesluftverkehrskonzept, was wir für NRW fordern. Also insofern wird es eine spannende Ausschusswoche. Fertig. Vielen Dank, Ingo. Dann können wir ja direkt weitermachen mit dem Bereich der Fraktionsgeschäftsführung. Hartmut eben. Ja, ich habe eine Reihe Gespräche führen können mit Abgeordneten und Referenten über konkrete Themen, aber ich muss noch mit einigen Abgeordneten und Referenten Termine vereinbaren, damit ich alle einmal kennengelernt habe. Im Wesentlichen war aber die letzte Woche bei mir geprägt von Personalfragen, Verwaltungsfragen, Betriebsratsangelegenheiten und darüber hinaus ist nichts Sonderliches zu berichten. Danke, Hartmut. Dann ergänze ich noch gerade. Wir hatten dann im Rahmen der heutigen Vorbereitung, wie gesagt, den Bereich der Kernarbeitskreise angeschnitten auf Michels Wunsch hin. Das Problem, was ich jetzt gerade sehe, ist, leider hat Michel sich kurzfristig krank gemeldet. Passiert auch den Besten. ist jetzt ein bisschen. Gucken wir mal. Genau, Thema FU, interne Geschichten, Kontaktlisten, Verteiler, Adressbuch, Pflege, all die Sachen haben wir da so gestern ein bisschen besprochen. Ich möchte auf ein Projekt hinweisen im Rahmen der Verfassungskommission. Jetzt sind heute leider Tose und Michel nicht da. Wir setzen gerade ein Testsystem auf. Das war eine Überlegung, die wir ja auch schon kurz vor der Sommerpause gestartet hatten. Es geht darum, die Ergebnisse und Teilergebnisse
der Verfassungskommission besser nicht nur präsentieren zu können, sondern auch diskutieren zu können, auch im Nachhinein diskutieren zu können. Und wir setzen dafür gerade eine Diskussionsplattform auf. Einige Leute kennen sie vielleicht schon. Sie heißt Democracy OS, ist ein südamerikanisches Open-Source-Projekt und basiert auf tatsächlich auf der Grundidee hinter Liquid Feedback. Das ist sehr interessant, wie sich das da weiterentwickelt hat. Sobald das Testsystem halbwegs anständig läuft, wollen wir es dann auch so schnell wie möglich freischalten. Wir sammeln aber gerade schon die ersten Probleme, die in der Praxis damit auftreten. Somit auch noch ein kleiner Querschläger aus der IT-Runde. Gibt es Fragen zum Bereich der Pressestelle, der Fraktionsgeschäftsführung oder der gestrigen Vorstandssitzung? Creon, bitte. Kannst du zur Sache, auch wenn Michelle nicht da ist, zur Sache Kernthemen, Arbeitskreise, was sagen, vor allem wie praktische Arbeit und Zuschnitt von eurer Seite aus aussieht? Ich habe einmal sozusagen im Rahmen dieser Sache, wie machen wir Öffentlichkeitsarbeit, darauf gestoßen, dass der Zuschnitt, den wir auf den Klausurtagungen hatten, glaube ich, in der Praxis nicht so gut abgegrenzt ist und nicht so gut, deshalb wahrscheinlich nicht so gut funktioniert, wie wir uns das gedacht haben. Wir hatten das gestern auch schon in der Referentenrunde so ein wenig angedacht und nochmal umrissen, denn auch die einzelnen Referate haben da ja den Vorstoß gewagt, diesmal mit anzuskizzieren. Wir hatten gestern in der Referentenrunde hierzu nochmal zwei Präsentationen aus vergangenen Bereichen. Wir haben einmal geschaut, wie sich das im Bereich Grasperin zum Beispiel verhalten hat. Und zum Zweiten war das von Nico die Initiative Europäische Arbeitslosenversicherung. Vielen Dank, Hartmut. Und auch da sehen wir halt im Bezug auf Presse und Campaigning, also mit den Kernarbeitskreisen oder Themenarbeitskreisen, ob man das kurzfristig, mittelfristig oder langfristig macht. Die Abwägung auch pressetechnisch, wie du es jetzt gerade angesprochen hast, wo sind wie Zielgruppen zu finden, wie sind die Resonanzwerte. In der Praxis gestaltet sich das tatsächlich schwierig. Das Blöde ist, ich kann es jetzt nicht vorbereitet präsentieren, weil eigentlich wollte Michelle das mitbringen, sorry. Da mache ich die Frage einfach. Ich habe ja mich mal auf die Idee Wendeschwerpunkte konzentriert. Wer ist denn Ansprechpartner? Am besten ist Michelle direkt, macht Michelle das? Ist das sozusagen Chefsache? Das können wir zusammen machen, okay. Gerne. Also kein Thema. Ich nehme das auch schon gerne mit. Okay. Weiteres zu Top 2? Nicht, dann gehen wir zu Top 3. Das sind, denke ich mir mal, unsere Anträge für das nächste Plenum. Wir hatten da ein kleines Fristenproblem vergangene Woche. Wir haben uns die Anträge gestern nochmal angeguckt. Ich habe sie auch nochmal alle durchgelesen. Die Referate haben sie netterweise auch nochmal gestern überarbeitet. Wir haben alles an kleinen Fehlern, inklusive einer wie am besten stets angedachten Justiziariatsprüfung eingetöpfert. Und von daher würde ich jetzt ganz gerne Schutzsuchende ans Netz, freien und offenen Internetzugang in den Erstaufnahme- und zentralen Unterbringungseinrichtungen bereitstellen, zur Disposition stellen. Wer die Anträge sucht, ich habe sie in der Cloud hochgeladen, den Link auch mit reingepackt. Und der Antragsteller, die Antragstellerin möge sich dann doch jetzt dazu äußern. Oh, und Sie stehen auch auf der Internet. Entschuldige, Ingo. Hallo. Hallo. Ich habe den Antrag ja schon im Mumble vorgestellt. Einige waren ja da und wir haben auch rege über diesen Antrag diskutiert und auch dort sind einige Verbesserungsvorschläge reingekommen und die habe ich dann auch eingepflegt.
Gleichzeitig habe ich noch Folgendes gemacht. Ich habe den Antrag in PET gegossen und das an die Freifunk-Communities geschickt, sodass diese auch im Vorfeld die Möglichkeit hatten, sich mit diesem Antrag zu beschäftigen und dort Änderungswünsche einzupflegen. Das ist tatsächlich auch jetzt über Nacht geschehen, sodass ich jetzt gerade nochmal die finale Version fertig geklöppelt habe, die ich jetzt an Antrag@ rausschicken werde. So, aber in der Regel hat sich, also am Beschlussteil hat sich nichts geändert, nur ein bisschen in Prosa sind noch einige ergänzende Formulierungen dazu gekommen, wie zum Beispiel der Satz, momentan nehmen Geflüchtete oft lange Wege von ihren Unterkünften auf sich, um freie Internetzugänge zu nutzen. Sofern Internetzugänge in den Unterkünften vorhanden sind, sind diese häufig von Ehrenamtlichen der Freifunkinitiative organisiert. Dies zeigt den Bedarf an barrierefreien Lösungen. Das kam zum Beispiel durch die Freifunk-Community jetzt über Nacht rein und das würde ich ganz gerne nochmal einpflegen. Ansonsten, wenn es Fragen zu diesem relativ einfachen Antrag gibt, dann immer her damit. Creon, bitte. Der Grumpy war vor mir. Also, wir haben am Freitag uns, glaube ich, 5 Leute waren wir, trotzdem im Mumble getroffen. Und der Antrag hat eine große Zustimmung gehabt. Wir haben auch mit der Basis, das waren nicht so viele da, aber mit der Basis drüber gesprochen und haben also herausgefunden, dass man das gerne auch auf kommunaler Ebene kopieren möchte, beziehungsweise auf kommunaler Ebene natürlich auch schon sowas in der Richtung gab. Wir beschränken uns hier natürlich auf die Landeseinrichtung und Olaf hatte den Vorschlag gemacht, die Kontakt in die Heimat und Kontakt mit Familienangehörigen, dass das ein wichtiger Punkt ist im Prosatext, der auch in den Stellt-Fest-Text gehört. Lukas hat das eingepflegt. Und insofern auch in der vorigen Version hätte ich den Antrag auf jeden Fall zugestimmt und mache das immer noch. Ich habe jetzt gerade eine technische Frage. Und zwar haben jetzt 2 konkurrierende Entwürfe. Denn für mich war das Thema dahingehend abgeschlossen. Die Frist war abgelaufen. Ich habe diesen Antrag, so wie er ist, den Referenten zur technischen Überarbeitung in einer Finalisierung gegeben. Dies haben die Referenten bis gestern Abend um knapp 21 Uhr auch gemacht. Von daher müssten wir dann gleich 2 konkurrierende Entwürfe abstimmen lassen, nämlich einmal den Referentenentwurf von gestern Abend und einmal den Entwurf, den du, Lukas, dann jetzt gerade noch eingebracht hast. Also dann eine kurze Nachfrage. Also ich bin interessiert daran, es möglichst unkompliziert zu halten. Hat sich denn an diesem Referentenentwurf irgendetwas geändert? Also von meinem Entwurf zum Referentenentwurf, weil der ist mir halt nicht bekannt. Also technisch nicht, das ist es. Okay. Es geht um rein Rechtschreibkorrekturen und kleinere. Wir wollten ja auch ein bisschen mehr auf die einfache Sprache. Also es ist, deswegen muss ich, er ist online, du kannst ihn runterladen. Ich habe ihn gerade bekommen. Okay, dann stellen wir die Abstimmung über diesen Antrag so lange zurück. Oder gibt es weiteren Diskussionsbedarf zu diesem Antrag? Ich selber, egal welche Version, beide sind gut. Daniel, bitte. Ja, auch grundsätzlich zu dem Antrag, beziehungsweise zu beiden ist im Prinzip egal. Ich weiß, dass das Thema super wichtig ist. Ich finde den oder die Anträge wirklich richtig gut. Ich habe es in Dortmund selber ja auch miterlebt, also als Tose sich darum gekümmert hat, dass dort die Freifunker einen entsprechenden Zugang im Coining-Haus geschaffen haben, also wie da auch der Andrang letzten Endes war, mit Zugriffen über 200 gleichzeitigen Connects und so weiter. Ich bin mir allerdings unsicher, also Toso hat ja geschrieben, dass er auch empfiehlt, diesen Antrag Willkommenskultur nicht einzureichen. Ja, das kommen wir ja gleich zu. Ja, ich habe irgendwie so ein bisschen Schwierigkeiten damit. Also uns könnte halt vorgeworfen werden, dass wir uns bei diesem Riesenthema Flüchtlinge in diesem Plenum dann, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur ums Internet kümmern. Ich habe da so ein bisschen
Bauchweh mit, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das will ich irgendwie loswerden. Ich weiß nicht, ob wir da. Ich hab keinen Lösungsvorschlag, wie wir es irgendwie verändern können. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir Tosos Antrag mit reinnehmen. Dann wäre das für mich glatt. Aber so habe ich irgendwie ein bisschen Schwierigkeiten. Ich würde dem zustimmen gleich, weil die Anträge an sich gut sind. Ja, aber. Verzeihung, Frank Dirk? Ja, ich wollte nur kurz darauf hinweisen, es ist ja durchaus möglich, dass das Thema Flüchtlinge auch noch in diesem Plenum halt behandelt wird. Und zwar, weiß ich nicht, irgendwelche aktuellen Situationen möglicherweise. Von der Antragsseite her haben wir aktuell, ich habe es gar nicht, mindestens noch zwei laufen, eigene Anträge. Das heißt, was Aufträge oder was Diskussionsstoff, Aufgaben an die Landesregierung angeht, sind wir mitten in der Debatte, haben wir ganz viel. Und deswegen könnte jetzt aktuell, das ist ein dringendes Problem, dieses einzelne Singuläre durchaus behandelt werden, denke ich mal, auch alleinstehend. Dirk bitte, dann Moni, dann setze ich mich nochmal drauf. Also ich sag mal, manchmal sind die ja schon reißerisch, die anderen Parteien und die anderen Fraktionen, keine Frage, aber wenn der Vorwurf wirklich kommt, das wäre schon eine ziemliche Frechheit. Bei all den Anträgen, die wir bisher gestellt haben, bei all den Dingen, die wir im Innenausschuss besprechen zu dem Thema, die wir immer wieder fordern und immer wieder halt auch angehen, dann zu sagen, wir würden uns nur darum kümmern, sicherlich, das ist jetzt ein dringendes Problem, das jetzt besteht, auch singulär besteht, dem müssen wir uns annehmen, aber das ist sicherlich nicht das einzige Thema und das ist auch sicherlich das einzige Thema, was wir gerade bearbeiten. Also der Vorwurf, der wäre schon frech. Also das können wir dann mit Sicherheit auch so argumentieren. Moni, Grumpy und dann Joachim. Das kann man doch einfach vielleicht im Text klären, indem man da einfach reinschreibt, nochmal in zwei Sätzen, ne? Welche anderen Themen, sag mal, uns wichtig sind und wir schon aufgegriffen haben. Und das lässt sich doch an der Stelle nochmal vielleicht einfach durch zwei Sätze aushebeln, das Problem, indem man da nochmal deutlich macht, dass das ein Antrag einer von ganz vielen ist, weil uns also dieses Flüchtlingsthema so wichtig ist. Jetzt bin ich drauf, dann Joachim. Ich möchte nur darauf hinweisen, wir haben zum einen die Haushaltsdebatte, die nur und ausschließlich in Bezug auf den dritten Nachtragshaushalt sich mit dieser Thematik beschäftigen wird. In diesem Zusammenhang sind das also die Bereiche bis runter Kommunal, Bildung, Innen, alle Unterbringungen, also all dies, das ist die Gesamtdebatte in diesem Zusammenhang, die steht halt dieses Mal nur unter diesem Haushaltsschirm. Das, ja, ist eine langweilige Formulierung, aber da geht es halt, wir haben jetzt die Innenministerkonferenz auf der EU-Ebene, wir haben die Regierungskonferenzen auf der EU-Ebene, wir haben den Bundesgipfel, alles noch in dieser Woche. Und ich würde sagen, es wird mit dem Teufel zugehen, oh mein Gott, jawohl, wenn es nicht ganz zufällig eine Unterrichtung geben sollte im nächsten Plenum oder eine Aktuelle Stunde und oder entsprechende Entschließungsanträge und oder dann sogar noch Eilanträge. Denn all diese Dinge stehen jetzt erst an nach der heutigen Einreichungsfrist. So, wir waren aber eigentlich bei einem Antrag von uns zu einem Thema und nicht bei der Generaldebatte. Joachim Lukas. Vielen Dank. Ich möchte sagen, ich teile Daniels Bedenken ausdrücklich. Oberflächlich gesehen kann dieser Eindruck natürlich entstehen, aber ich denke, es hängt wesentlich davon ab, wie wir diesen Antrag verkaufen. Und wenn wir sagen, dass wir für gesellschaftliche Teilhabe sind. Und wenn es um Flüchtlinge geht und das sich kümmern, dass es dann auch um die Kommunikations- und um die psychische Hygiene geht, was Kontaktmöglichkeiten in die Welt angeht. Ich denke, wenn wir das in den Vordergrund stellen, dann schneidet sich jeder ins eigene Fleisch, wenn er den Antrag kritisiert, als das sind ja nur die mit dem Internet. So, zum Vorgang. Mein Antrag, den ich gerade eben erwähnt habe, den ich aktualisiert habe, den ziehe ich zurück. Das heißt, Grumpy, ist gerade wichtig. Den Antrag, den ich gerade eben erwähnt habe von mir, den ich jetzt heute Morgen eingebracht habe, den ziehe ich zurück. Der Antrag, den Referenten, den nehmen wir und den stimmen wir jetzt hier ab. Ich hoffe, dass Nadja jetzt noch nicht ihn ausgedruckt hat und so. Aber egal, gut, Dankeschön.
Und ich möchte das dahingehend unterstützen, dass ich Monis Vorschlag, also gegen Monis Vorschlag sprechen möchte, daran nochmal was zu ändern oder noch irgendwas einzufügen. Ich glaube, wir haben es nicht nötig, da jetzt noch irgendwelche Dinge einzufügen, damit man uns irgendwie moralisch nichts vorwerfen kann. Das ist, also ich halte das, hielte das für sehr defensiv, so vorzugehen. Und ich glaube, das haben wir nicht nötig. Okay, dann möchte ich jetzt zur Abstimmung schreiten. Wir haben einen zurückgezogenen Antrag. Es handelt sich hierbei um den letzten Entwurf des MDL Maltis. Und wir haben den Referentenentwurf von gestern Abend. Schutzsuchende ans Netz, freien und offenen Internetzugang in den Erstaufnahme- und zentralen Unterbringungseinrichtungen bereitstellen. Wer diesen Antrag so ohne weitere Änderung annehmen möchte, der möge dies nun per Handzeichen signalisieren. Wer spricht dagegen? Ah, es ist einstimmig. Danebot hat noch kurz die Hand gehoben. Vielen Dank. Kurze Anmerkung, das Deckblatt, oder was wolltest du? Weil das kommt noch. Ist egal. Nein, das ist schon da, ich bin noch nicht verlinkt. Der Antrag, der jetzt abgestimmt worden ist, findet man unter dem Link mit der Cloud. Richtig. Okay, dann stellen wir den jetzt online. Dankeschön. Der nächste Antrag wäre dann Rechte von Fußballfans stärken. Oh, Tippfehler im Protokoll. Informationspflicht für Speicherungen, Überwachungsdateien, szenekundige Beamte, kurz SKB, und Dateigewalttäter Sport, DGS, einführen. Dies war ein Antrag, den wir auch gestern noch in der Referentenrunde kurz besprochen hatten, von Daniel Düngel, stand, glaube ich, mit drauf. Und wundere mich gerade, dass er nicht mehr hier drin steht. Und Bereich Frank Herrmann und Dirk Schatz eigentlich auch. Ich habe den falschen Antrag auf. Ich bitte um Verzeihung, mir ist ein Fehler unterlaufen. Sekunde bitte. Macht ja nichts. Ich sage schon mal was dazu, ja? Und genau, ich wollte jetzt dem Daniel das Wort erteilen. Sehr gut. Also erstmal ganz wichtig im Titel, ne? Rechte von Fußballfans stärken, nicht Rechte Fußballfans stärken. Ich habe mich gestern mit Frank nochmal abgestimmt. Das Thema ist ja ganz aktuell. Ich möchte nur kurz die Genese nochmal kurz in Erinnerung halten, damit da keine Unklarheiten letzten Endes übrig bleiben. Ich hatte das Thema eben gesehen. Frank hatte das ja hier bearbeitet, was diese Dateien angeht, der szenekundigen Beamten. Ich habe auf Maries Hinweis hin eben einmal ja auch nachgehakt, nicht gesehen, dass da irgendwie ein Antrag komme, und habe mich dann kurzerhand halt eben hingesetzt und habe einen Antrag aus den Fingern geklöppelt, weil ich das Thema ja auch durchaus in den vergangenen Jahren immer auch mit bearbeitet habe. Wie auch immer, ich hatte da einige Informationen nicht, die Frank mir dann halt gestern noch zukommen lassen. Wir haben uns dann gestern darüber unterhalten, haben das durchdiskutiert und kommen zu der Meinung, dass wir den Antrag momentan noch nicht stellen sollten, vielleicht dann irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt. Dirk nickt. Dirk hatte auch schon im Vorfeld signalisiert, dass das der Weg wäre, den er auch gehen würde. Wir werden da jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erstmal einen anderen Schwerpunkt setzen und gleichzeitig sozusagen klären, wie wir mit diesen Dateien der szenekundigen Beamten halt eben umgehen wollen. Da fehlen uns noch Informationen, und ich glaube, das ist dann besser, wenn wir dann in kurzer Zeit nochmal mit einem Antragsaufschlag kommen, der dann nochmal ein bisschen fundierter ist. Ja. Vielen Dank, Daniel. Dann habe ich Frank auf der Rednerliste und mich selbst. Ich wusste jetzt zwar nicht, dass ich mich gemeldet habe, aber ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das ist so, wie wir gestern besprochen hatten, ja. Okay. Das trage ich mir in den Kalender ein. Ja. Vielen Dank. Eine Einigkeit zwischen Daniel und Frank, diesen Antrag, so wie er jetzt hier ist, nicht in dieses Plenum einzubringen. Dann möchte ich mich auch hier bedanken bei den Referenten, die bis gestern Abend, wie gesagt, 21 Uhr die Sachen nochmal überarbeitet haben, damit wir diese hier heute dann final besprechen und abstimmen können. Auch hier noch einmal der Verweis,
wäre schön, wenn wir die Sachen bereits fristgerecht am Freitag davor zukünftig am Start hätten. Ich werde diesem Wunsch natürlich folgen, diesen Antrag so lange zurückstellen. Nicht versenken, der ist zurückgestellt. Der kommt dann also spätestens in 3 Wochen wieder. Dann hätten wir den nächsten Antrag. Unterschiedliche Bearbeitungszeiten dürfen nicht zu Ungleichbehandlung führen. Betreuungsgeldanträge bewilligen. Genau, Daniel, bitte. Ja, nochmal was von mir. Auch dieser Antrag war nicht fristgerecht. Das bitte ich dann auch ausdrücklich noch zu entschuldigen. Beide Anträge, sowohl der zur Informationspflicht als auch der Betreuungsgeldantrag, sind aufgrund eben aktueller Themen erst am Donnerstagnachmittag entstanden. Und wir haben es dann dennoch, oder ich sag mal, da ist wichtig, dass wir dann den Antrag überhaupt noch schreiben können. Ja, da passiert es dann auch schon mal, dass man dann die interne Frist vielleicht knapp reißt, wie es in dem Fall passiert ist. Soll natürlich nicht, wissen wir alles, und ich gelobe Besserung. Whatever. Zum eigentlichen Antrag. Das Betreuungsgeld ist vom Verfassungsgericht gekippt worden. Das finden wir gut. Dietmar hat heute Nacht ja, oder ich weiß gar nicht, irgendwann gestern Abend, heute Nacht, irgendwann nochmal eine Mail geschickt. Er findet keine Positionierung der Piraten zum Betreuungsgeld an sich. Das mag bundespolitisch und auch landespolitisch in der Partei so sein. Hier im Landtag allerdings nicht. Wir haben uns hier klar und deutlich positioniert, dass wir das Betreuungsgeld Mumpitz finden. Das mag der Bayer Seekor vielleicht anders sehen, ich weiß nicht. Ist aber gerade auch wurscht. Whatever, wir haben uns hier im Landtag klar und deutlich gegen das Betreuungsgeld positioniert. Wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes gut gefunden, aber wir haben am Donnerstag im Familienausschuss die Information bekommen, dass ca. 10.000 Anträge allein in Nordrhein-Westfalen, die vor der Urteilsverkündung am 21.07. diesen Jahres gestellt wurden, aber eben noch nicht bearbeitet wurden in den Kommunen, dass all diese Anträge nicht mehr bewilligt werden. Nicht mehr bewilligt werden können, weil eben die Rechtsgrundlage dieses Bundesbetreuungsgeldes dann auf einmal mit dem Urteil weg war. Das Bundesverfassungsgericht hat keine Nachwirkungen oder irgendwie sowas mit in dem Urteil zugestanden. Das heißt, es ist in dem Moment tatsächlich legitim, dass die Anträge halt eben nicht mehr beschieden werden können. Nur ist das irgendwie doof für 10.000 junge Familien, wenn die mit Geld gerechnet haben, dass die das dann plötzlich, ich sag mal, unverschuldet eben nicht mehr bekommen können. Also auf der einen Seite finden wir zwar das Betreuungsgeld doof, aber diese Ungerechtigkeit, wenn halt eben Familien Anträge gestellt haben, wo es dann nicht mehr zur Auszahlung kommt, das ist irgendwie außerordentlich unglücklich. Insofern wollen wir mit diesem Antrag die Landesregierung dazu auffordern, diesen knapp 10.000 Familien zu helfen, eine Regelung in Nordrhein-Westfalen zu schaffen, damit denen eben geholfen werden kann. Ich will gleich auf den Einwand direkt eingehen, den Dietmar gebracht hat. Das ist alles gesetzeskonform, das können die Länder machen. Kernpunkt des Urteils des Bundesverfassungsgerichtes ist, dass der Bund nicht die Legitimation dazu hatte, dieses Gesetz zu schaffen. Jedes Land könnte genau dieses Betreuungsgeldgesetz schaffen. Die Bayern werden es vermutlich auch tun. Ne? So sind zumindest die CSU-Pläne. Ich vermute, die werden allerdings bundesweit wahrscheinlich das einzige Bundesland bleiben, weil insgesamt selbst in anderen CDU-geführten Bundesländern ist eigentlich die Begeisterung fürs Betreuungsgeld nicht wirklich groß. Also kurzum, wir wollen die Familien weiter unterstützen. Wir wollen kein Landesbetreuungsgeld oder irgendwie sowas schaffen. Es geht einzig und allein um diese vorliegenden Fälle, die vor dem 21.07. die Anträge gestellt haben. Jetzt habe ich gesehen, Frank, Moni, Creon, Olaf. Ich dachte, du wärst vorher dran gewesen, nee, aber gut. Du stellst dich okay. Hinten an. Ja, auch ein Punkt, den wir gerne am Freitag natürlich besprochen hätten, das war aber irgendwo nicht möglich. Ich habe ein Problem mit dem Antrag, um die Einigkeit von gerade jetzt direkt wieder aufzubrechen, genau, Daniel. Das ist lange gedauert, ja. Genau. Aber nicht persönlich gemeint natürlich, sondern nur inhaltlich. Und zwar ist ja nicht so richtig meine Baustelle, aber
dem Betreuungsgeld stehe ich auch grundsätzlich kritisch gegenüber. Und wenn wir das doof finden hier, meine ich, mich zu erinnern, finden wir das nicht nur doof, weil der Bund diese Regelung getroffen hat und nicht die Länder, sondern wir finden das vom Prinzip her doof. Und ich denke, wenn wir das vom Prinzip her doof finden, du hast gerade gesagt, wir wollen den Familien helfen, indem dann die Anträge doch bewilligt werden, impliziert irgendwo, dass das Betreuungsgeld den Familien hilft. Also entweder ist es halt, finde ich, entweder ist es doof oder nicht. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, ich denke, wenn das Verfassungsgericht entscheidet, entscheidet das. Wir achten das Verfassungsgericht ja sehr in vielen Fällen. Ich möchte mir jetzt nicht irgendwie Beispiele ausdenken aus ganz anderen Themenbereichen, wo das Verfassungsgericht entscheidet und irgendeine Fraktion kommt dann daher und sagt, Moment mal, da sind aber jetzt hier schon Maßnahmen auf dem Weg, die müssen aber noch zu Ende gebracht werden. Insofern finde ich den Antrag ziemlich problematisch, vor allen Dingen auch, weil natürlich wir plötzlich für etwas eintreten, was wir eigentlich ablehnen. Finde ich sehr schwierig zu verkaufen. Moment bitte, Dirk. Soweit. Danke, Frank. Ich glaube, jetzt kommt Moni. Ich dachte mir gerade, richtige Reihenfolge. Moni, bitte. Ja, danke schön. Also das Verfassungsgericht hat zum einen entschieden, dass der Bund diese Gelder nicht zahlen kann. Was das Land macht, ist vom Verfassungsgericht überhaupt nicht beschieden worden. Ursprung dieses Antrags ist eine Anfrage an mich gewesen, wo Eltern mir geschrieben haben, die haben am 9.7. diesen Antrag gestellt beim Versorgungsamt. Am 21. ist das gekippt und die kriegen das Geld nicht. Die kommen in Schwierigkeiten, weil sie damit gerechnet haben. Dann habe ich beim Versorgungsamt angerufen und habe mich erkundigt. Und es ist einfach so, dass das Versorgungsamt, was flott arbeitet, da kriegen die Leute das Geld. Und da, wo jemand krank ist und wo jemand, sage ich mal, im Urlaub ist oder Urlaubszeiten sind, die arbeiten halt nicht so schnell, da geht das nicht. Ich finde, das ist einfach eine Ungleichbehandlung, eine Ungerechtigkeit. Es geht nicht darum, dass ich Dinge bewillige, die ich nicht gut finde. Es geht einfach darum, dass, wir hatten das letztens im Ausschuss, da geht es darum, wenn ich einmal zugesagt habe, dass ich das Geld zahle, da muss zumindest, wenn der Antrag schon beim Amt vorliegt, meine ich, muss das auch noch gelten, was zugesagt worden ist. Dass neue Anträge nicht mehr angenommen werden, finde ich in Ordnung. Aber wenn der Antrag schon vorliegt, dann finde ich, müssen die Anträge einfach noch abgearbeitet werden, unabhängig vom Betreuungsgeld, egal von welchem Thema. Und ich finde, es ist doch unser Thema, weil ich glaube, wir sind hier mal in den Landtag gegangen, um solchen Fällen nachzugehen, wo Familien halt in Schwierigkeiten kommen und aufgrund Ungerechtigkeiten, sage ich mal, jetzt in eine schlechtere Situation kommen als Leute, die in der gleichen Situation sind. Und ich glaube, das lässt sich auch vermitteln und das steht uns eigentlich ganz gut an, diesen Antrag zu stellen. Creon Olaf. Wenn die Vorratsdatenspeicherung eingeführt wird und dann gibt es ein Urteil, dass es nicht rechtens ist, dann schreibt man einen Antrag, dass aber die Sachen, die die Polizei schon beantragt haben, dass diese Vorratsdatenspeicherungsfälle dann nochmal aber durchgeführt werden. Also es macht keinen Sinn. Wir haben am Freitag diesen Antrag... Ja, es war vielleicht ein bisschen unfairer Vergleich, aber wir haben den am Freitag ja durchaus besprochen, auch wenn der Antragsteller nicht direkt da war. Man hat mich da nicht überzeugen können, dass der Antrag für unsere Politik, sag ich mal, Sinn macht. Das Ding ist eh ungerecht. Das Betreuungsgeld ist erstens Ungerechtigkeitsprogramm und zweitens ist es eh deshalb ungerecht, weil das hat irgendwann angefangen. Die Leute, die dann Kinder hatten, die irgendwie nach diesem einen Stichtag geboren wurden, haben kein Geld gekriegt und die Leute, die jetzt Kinder haben, die geboren werden, kriegen auch kein Geld. Das Ding ist eh ungerecht. Insofern kann man natürlich im Einzelfall etwas für die zu tun, die jetzt damit ein großes Problem haben, weil sie sich darauf verlassen haben. Aber müssen wir das als Antrag im Landtag machen, wo wir doch gegen Betreuungsgeld sind?
ich sage, nach außen kommt nur, wir sind fürs Betreuungsgeld. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir damit hier eine Presserelevanz erzeugen, weil es so eine persönliche Betroffenheit drinsteckt, weil man vielleicht, also man kann damit zumindest pressewirksam was erzeugen, wenn man noch 2, 3 Familien hat, die betroffen sind, dann kann man denen auch sagen, hier, ruf mal bei der Zeitung an, stell dich mal vor und dann hier mit zusammen mit dem Antrag, kann man toll was draus machen. Nur dann, das, was rüberkommt, ist, wir sind für Betreuungsgeld. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Also mich habt ihr leider von dem Antrag nicht überzeugt. Dann Olaf, dann Daniel, dann Dirk. Ich habe immer die Uhr im Blick. Ja, ich finde das Problem ein bisschen komplizierter, als wie es jetzt hier von allen Seiten dargestellt wird. Erstmal ganz klar, wir sind gegen Betreuungsgeld. Betreuungsgeld ist doof, weil es ein scheiß Familienbild vermittelt. Jetzt wollen wir Familien helfen, die dieses Familienbild verwirklichen wollen. Diesen Familien ist aber seit ganz langer Zeit vorgegaukelt worden, dass das ein legitimes, vom Staat unterstütztes Familienbild ist. Darauf haben die sich verlassen, das haben die gemacht. Und da liegt der Haken. Das heißt, die sind erst darin bestärkt worden, dass dieses Familienbild unterstützt wird. Darauf haben sie sich verlassen, haben ihr Leben danach umgestellt, vielleicht ist sogar genommen, jetzt aus irgendwelchen Gründen ein Vorteil, aber unter Umständen waren diese 150 Euro ausschlaggebend im Monat. Und diese Familien werden jetzt ungleich behandelt. In der einen Stadt dürfen sie das Familienbild leben, in der anderen Stadt nicht. Und da sehe ich schon irgendwie eine Ungleichbehandlung. Allerdings ist es nicht so einfach, ich habe nämlich jetzt auch mit ein paar Juristen da gesprochen, wenn die Leute das 3 Monate vorher eingereicht hätten, den Antrag, dann wird alles sauber, dann könnten sie nämlich jetzt klagen, dass sie nicht schnell genug beschieden worden sind. Das heißt, irgendwie muss man den, sage ich jetzt mal, den Ämtern wohl 3 Monate Zeit geben. Vorher kann man gar nicht klagen, dass man unbedingt jetzt bearbeitet wird. Womit diese Stichtagssache, die eine liegt sehr weit davor und dann alles, was nicht bewilligt worden ist, darf der Bund jetzt nicht mehr bewilligen. Das ist auch Gesetz. Können wir uns jetzt darüber aufregen, ob uns diese Gesetze gefällen? Ich habe auch nicht so richtig verstanden, woher das abgeleitet wird. Das hat aber auf jeden Fall auch was mit der Verfassung zu tun. Das ist also gar nicht mal so niedrig angesiedelt. Von daher ist die Problematik an der Stelle, finde ich, schon ziemlich, ziemlich diffizil. Was mich aber am meisten überzeugt hat eigentlich da mit dem Antrag, was da ein Problem ist und was da wirklich auch die ganze Sache relativ unglaubwürdig macht und eigentlich fast verpuffen lässt, das sind 1,2 Millionen Euro pro Monat. Das sind 15 Millionen pro Jahr für das Land. Ich sag mal so, bei der Summe wird es unrealistisch, jetzt vom Land zu fordern, macht's. Wir können es machen, aber da bin ich dann auch wieder bei Krean. So viel holen wir auch nicht wieder damit raus. Vor allem diese Argumentation ist auch schon schwierig. Also wir müssten dann auf 2 Sachen uns, ne? Also was argumentieren wir, wo das Geld herkommen soll? Das wäre noch eine Sache, die könnte man noch stehen lassen. Da habe ich normalerweise nicht so starke Berührungsängste mit. Aber verbunden damit, warum wir jetzt plötzlich für das Betreuungsgeld sind, finde ich, sind das dann 2 Flanken, die man da an der Stelle machen muss. Und jetzt kommen wir noch zu einem Punkt. Wenn ich jetzt derzeit Ministerin wäre oder Minister und ich würde diese 15 Millionen kriegen, ich würde da was anderes mitmachen wollen, als die jetzt dem Betreuungsgeld geben. Ist zwar scheiße, dass der Bund so handeln muss, es ist ja auch nicht mal so, dass der Bund derzeit die Freiheit hat, zu sagen, wir zahlen den Eltern das noch. Er darf es nicht. Das ist dummerweise irgendwie so, zumindest haben mir das fast alle Juristen so gesagt, oder haben mir das alle Juristen so gesagt, dass er das gar nicht zahlen darf. Und dann sollten wir auch nicht vergessen, die Ministerin hat sich wohl drum gekümmert, denn sie konnte uns ziemlich gut zumindest, haben es jetzt schriftlich noch nicht da, die Daten liefern, wann sie an den Bund herangetreten ist, dass da dann wirklich geguckt worden ist, für diese Families noch eine Lösung zu finden. Aber sie kam auch zu dem Schluss, wie auch jetzt hier unser Justiziar, die dürfen nicht zahlen. Selbst bei bestem Wollen nicht. Und jetzt müssten 15 Millionen, müsste jetzt das Land zahlen. Aber ich sage mal so, ohne dass das Geld vom Bund kommt, werden diese 15 Millionen fürs Land kaum aufzubringen sein. Und von daher, ich weiß es zurzeit nicht. Ich werde mich jetzt gleich bei der Entscheidung würde ich mich enthalten, weil ich es wirklich nicht sagen kann. Auf der einen Seite finde ich es nämlich wahnsinnig ungerecht diesen Familien gegenüber und auf der anderen Seite finde ich das Problem aber praktisch nicht lösbar. Und ich möchte es nicht in der Öffentlichkeit allzu sehr vertreten müssen. Das ist vielleicht so der Punkt dahinter. Danke, Olaf. Dann habe ich noch Daniel Dirk. Zwischendurch habe ich die Augen kurz mal unten gehabt, falls sich gleich noch jemand in die Warteschlange einreiht. Ansonsten, okay, Daniel.
Ja, ich versuche nochmal zwei, drei Dinge aufzugreifen. Olli, also der Vergleich zur Vorratsdatenspeicherung, der hinkt nicht nur, ne? Der kommt ja nicht einen Millimeter vorwärts. Da geht es auch nicht um irgendeine, also dann hast du tatsächlich den Kern des Antrags nicht verstanden, denn da geht es, wie Dirk vorhin schon auch reingerufen hat, wie Moni vorhin ja auch schon gesagt hat, es geht darum, diese Ungleichbehandlung halt auszumerzen. Und ja, natürlich ist das Betreuungsgeld per se kein gerechtes familienpolitisches Instrument. Deswegen lehnen wir das Betreuungsgeld an sich auch einfach ab, so in dieser Form, wie es geschaffen wurde. Und zwar von Anfang an, auch in den Debatten hier. Also ich habe mehrere Reden dazu auch hier im Plenum gehalten. Das ist eine komplett konsistente Haltung, die wir als Fraktion dort zeigen. Aber, und auch das ist aus meiner Sicht konsequent, wenn wir halt eben irgendwo eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung erkennen, die eben nicht, wie Olaf gerade geschildert hat, durch eine Klage zu lösen ist. Ja, also kein oder so gut wie kein Einzelfall, der Betreuungsgeld beantragt hat, wird per Gericht dieses Betreuungsgeld zugesprochen bekommen, weil diese Bearbeitungszeiten jenseits der 3 Monate dürften so gut wie nicht vorgekommen sein oder so gut wie nicht in der Realität tatsächlich da sein. Damit ist eben diesen Einzelfällen nicht geholfen. Also die Einzelfälle, die einzelne betroffene Familie kann einfach nichts daran tun, wenn wir nicht landespolitisch eine Regelung finden, um diesen Familien zu helfen. Die können halt nicht klagen, es gibt keinen Klagegrund. Die können einfach sich auf die Zunge beißen und müssen das letzten Endes so ertragen. Es geht um 150 Euro monatlich. Das ist für eine junge Familie viel Geld. So muss man das ganz einfach sehen. Und wenn eine Familie aufgrund gesetzlicher Grundlage, die zum Zeitpunkt der Antragstellung einfach so da war, eben auch diesen Antrag stellt und damit rechnet, dann ist das, glaube ich, nicht irgendwie, kann man nicht irgendwie als komisch betrachten oder das irgendwie abwiegen. Und ich meine, da sollten wir helfen. Ich komme nochmal zum Rechtlichen. Wir müssen so ein bisschen differenzieren. Was der Bund nicht kann, ist eine Weisung schaffen, dass alle vorliegenden Anträge noch bewilligt werden. Diese Grundlage hat das Bundesverfassungsgericht gekippt. Da kann der Bund das noch so sehr wollen, möglicherweise. Da kann auch Frau Ministerin Schäfer oder künftig Frau Ministerin Kampmann so nett irgendwie dafür gut zureden. Die Regelung, die Möglichkeit, die hat der Bund einfach nicht. Was der Bund natürlich sehr wohl machen kann, natürlich kann der Bund den Ländern Geld zur Verfügung stellen, damit die Länder darüber entscheiden. Dann lässt sich darüber streiten, Olaf, ja, ob man das Geld, also es gibt immer sinnvollere Verwendungszwecke, ne? Selbst wenn ich dann sage, ich bleibe im familienpolitischen Bereich und nehme die 15 Millionen Euro, um irgendwie Kita-Ausbau, Qualität oder sowas in den Kitas zu regeln. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es uns als Piraten gut ansteht, und um diese Familien zu kümmern, die halt diese Ungleichbehandlung über sich ergehen lassen müssen und offen lassen. Und deswegen steht auch ganz konkret in diesem Antrag eben keine Geldforderung oder irgendwie sowas drin und auch kein Geldbetrag. Welche Regelung auch immer da getroffen wird, sei dahingestellt an dieser Stelle. Ja, also ich würde auch so weit gehen zu sagen, okay, vielleicht schaffen wir irgendwie einen Kompromiss, ja, dass also nicht die komplette Zeit Betreuungsgeld gezahlt wird, wie es ursprünglich im Bundesgesetz halt eben vorgesehen war, sondern eine geringere Leistungszeit oder sowas. Darüber lässt sich alles streiten, darüber kann man diskutieren. Da muss man eben sehen, welche finanziellen Möglichkeiten das Land dann tatsächlich hat oder welche finanziellen Zuschussmöglichkeiten vielleicht dann auch vom Bund möglich sind. Ich glaube aber, dass wir dieses Thema halt eben voranbringen sollen. Deswegen ist mir wichtig, dass wir diesen Antrag einbringen werden. Die Abgrenzung zum Betreuungsgeld, ihr habt das ja gerade gesagt in den Reden hier sowieso, die ersten beiden Sätze im Antrag steht es auch nochmal ganz klar drin. Ne? Also ist auch schwarz auf weiß da nochmal niedergelegt. Okay, kannst du das direkt anlassen, dann habe ich Dirk und Nico und dann sind wir aber auch durch. Ja, ich würde mich dann in den großen Teilen dann anschließen, deswegen würde ich das gar nicht wiederholen, nur nochmal auf zwei Punkte vielleicht nochmal explizit eingehen.
Oliver, der Vorratsdatenvergleich, hat Daniel gesagt, der hinkt sogar extrem. Ich möchte mal ein anderes Beispiel nennen, was vielleicht nicht ganz so hinkt. Die Partei, und zwar da haben wir sogar einen Parteibeschluss, ist ja für die konsequente Trennung von Staat und Kirche. Das schließt auch mit ein, dass beispielsweise kein Religionsunterricht in der Schule stattfindet. Trotzdem sagen wir aber, wenn eine Religion das schon darf, dann dürfen es alle anderen auch. Das ist konsequent, das nennt sich Gerechtigkeit. Und das ist in dem Fall der Vergleich, der hinkt, oder der hinkt meines Erachtens nicht so sehr wie das, sondern das passt schon eher. Dann die andere Sache, das mit der Einzelfalllösung. Du sagtest gerade auch, ja, dann um den Einzelfall kann man sich ja dann vielleicht noch irgendwie kümmern. Da sage ich, nee, genau das kann man eben nicht. Weil erstens, es gibt keine Grundlage momentan, die den Einzelfall betrifft. Und zweitens, wenn du schon sagst, du hilfst im Einzelfall, dann wäre es ja auch wieder ungerecht denen gegenüber, denen eben nicht geholfen wird. Wenn dann zwei Leute kommen, die melden sich, ich möchte, dass mir geholfen wird, dann sagt man ja, okay, euch helfen wir, aber allen anderen, die in der gleichen Situation sind und die das vielleicht nicht mitbekommen haben, denen helfen wir nicht. Das wäre noch ungerechter als die jetzige Situation. Also von daher ist dieser Antrag, wenn man die Gerechtigkeit herstellen möchte, eigentlich das einzig mögliche Mittel. Danke, Grumpy. Ja, Daniel, also zunächst mal vorweg, ne, irgendwelche obskuren Vorstöße ohne ausreichende programmatische Grundlage lehne ich natürlich per se ab. Ne? Und in der Sache ist aber so, kann ich mich dem Argument von Oliver nicht so ganz verschließen, weil es natürlich irgendwo widersprüchlich daherkommt. Natürlich habt ihr den Gerechtigkeitspunkt auf eurer Seite, den will ich euch auch gar nicht komplett wegnehmen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass wenn man eine Regelung abschaffen will, wollen wir diese Regelung weghaben, dann laufen wir immer auf ein Gerechtigkeitsproblem zu, weil irgendwann halt eine Förderung wegfällt, die eine bestimmte Personengruppe bekommen hat und ab einem bestimmten Stichtag halt nicht mehr. Und jetzt wurde dieser Stichtag nicht per Gesetz festgelegt, sondern es war eben ein Verfassungsgerichtsurteil. Und da weiß ich nicht, das ist halt ein Vorgang, der kommt sehr häufig vor und das führt zu Ungerechtigkeiten, aber da gilt auch dann vom Verfassungsgericht der Grundsatz, wenn man irgendwo einen Cut machen muss, dann muss auch ein solcher Stichtag mal hingenommen werden und insofern ist das nicht so apodiktisch zu sagen, boah, das ist eine Ungerechtigkeit und die kann man nicht hinnehmen. Doch, der Regelfall sieht so aus und das ist hinzunehmen. Eigentlich dachte ich, wir wären durch, dann noch einmal abschließend Olaf und dann würde ich ganz gerne abstimmen lassen. Ja, kontrovers. Ich möchte noch eine Sache ich gebe nämlich dem Nico da völlig recht, wenn man jetzt ein eindeutiges Datum hätten für alle Menschen, das haben wir nämlich eben nicht. Das ist nämlich davon abhängig, wie gut sie in dem jeweiligen Amt gearbeitet haben. Das heißt, es gibt Leute, die haben den Antrag später eingereicht und haben ihn bewilligt bekommen und andere Leute haben ihn früher eingereicht und haben ihn nicht bewilligt bekommen. Und diese Ungleichheit ist es. Es ist nicht die Ungleichheit, dass ab dem 21. wird kein Antrag mehr bewilligt, eigentlich auch nicht mehr angenommen. Pro forma sind sie nur angenommen worden, da wissen wir auch von irgendwie ein paar hundert Stück. Aber ansonsten es gibt kein eindeutiges Stichdatum und das ist eigentlich die Ungerechtigkeit. Und das hat wirklich jetzt wieder was damit zu tun, ob ich 10 Meter links oder rechts von der Grenze wohne. Die Rednerliste ist geschlossen. Vielen Dank, Joachim. Ich hatte das auch gerade schon so angekündigt. Von der Frank, Birgit, Simone, Olaf und der Grumpy. Damit ist der Antrag angenommen. Moni, bitte. Also ich frage jetzt nochmal, wer jetzt hier abgelehnt hat oder sich enthalten hat, wenn die Leute das im Plenum auch tun, würde ich darüber nachdenken, wenn der Antrag, sag mal, hat ja keine Mehrheit in der Fraktion, würde ich da tatsächlich drüber nachdenken wollen, ob wir den zurückziehen, weil ich glaube, uns damit nein, ja, vielleicht dagegen hinzustellen, weiß ich nicht, würde ich zumindest gerne noch mal 10 Minuten drüber nachdenken. Stimmt ihr noch ab oder wollt ihr einen zweiten Redeslot aufmachen? Okay. Laut Fraktions... Alles klar. Vielleicht kann mal gerade jemand trotzdem übernehmen, dann für mich ein bisschen die Gesprächsführung. Frank, kannst du das eben machen? Dann kann ich die Abstimmungsergebnisse erfassen. Danke. Die
Die Reihenfolge habe ich allerdings nicht. Dich habe ich gesehen und im Augenwinkel dich auch. Wer war zuerst? Okay, ich fange jetzt einfach an. Also, ich würde im Plenum dafür stimmen, für den Antrag, weil ich den Sinn des Antrags verstehe und auch nicht gegen diesen Sinn des Antrags bin. Ich bin nur dagegen, den Antrag einzureichen, aber da, das ist ja nun mal jetzt, wegen der Botschaft, nicht wegen des Inhalts. Dass die Botschaft nicht rüber. Dann habe ich jetzt gesehen, Olaf und Nico. Gut, es geht eigentlich genau in die Richtung. Ich finde den Antrag, zumal wir den ja auch hatten, ne, inhaltlich eigentlich, ja, hast ja auch meine Zerrissenheit gerade mitgekriegt. Ich würde den natürlich, und die Zerrissenheit ist nur bei der Frage stellen oder nicht stellen, nicht bei der Frage, wenn ich ihn jetzt in der Öffentlichkeit abstimmen muss über den Inhalt, dass ich dagegen stimme. Es ist gar keine Frage, natürlich stimme ich dafür. Nico? Ja, wie Olle schon ausgeführt hat, also ich werde, wenn wir den mehrheitlich einbringen, werde ich hier niemanden öffentlich in den Rücken fallen. Also so ist das nicht gedacht. Dann setze ich mich kurz selber auf die Liste. Ich würde mir aber, ich würde mich wahrscheinlich auch unterhalten, weil ich, diesen Gerechtigkeitsding kann ich verstehen. Ich sehe trotzdem ein Musterbeispiel da drin, Anwendungsfälle auf andere Urteile und so weiter. Ich sehe das sehr problematisch, deswegen würde ich mich wahrscheinlich auch im Plenum enthalten. Sollen wir denn dann ein Meinungsbild? Das Vorstand ist hier, der nordet einfach die Leute jetzt ein hier. Fertig. Okay, ich beantrage Meinungsbild. Tatsächlich. Ich möchte ganz gerne wissen, wer diesem Antrag im Plenum seine Zustimmung geben kann. Ich teile dem Antragsteller auf das Meinungsbild mit, es fällt überwiegend positiv aus. Bei einer großen Teilnahme. Okay. Dann würde ich sagen, sind wir mit diesem Antrag soweit fertig. Ja. In dem Dokument, wie es auf dem Cloud-Server vorliegt. Vielen Dank. Der nächste Antrag ist Willkommenskultur leben, Geflüchteten sicheres Asyl bieten und Integration fördern. Da kommen wir noch einmal ganz kurz zu dem, was Daniel jetzt gesagt hatte oder positiv oder kritisch anmerkte, so rum. Denn die Lage hat sich ein wenig geändert. Ursprünglich würden wir können den Antrag auch kurz diskutieren. Gleichwohl ist, wie ich heute Morgen die Information erreicht hat, dass es einen neuen Gesetzesentwurf im Bundestag geben wird, womit dieser Antrag in seiner vorliegenden Fassung hinfällig ist. Ich bin der Meinung, es lohnt sich dann nicht, diesen Antrag zu diskutieren und die Antragsteller bzw. auch Toso in diesem Fall im Vorfeld haben mich noch davon in Kenntnis gesetzt, dass er ihn halt zurückzieht. Gibt es Wunsch nach Gesprächsbedarf oder? Vielleicht ein Satz. Okay, ein Satz, Daniel? Vielleicht ein Satz, den Toso auch mehr oder weniger schon in seiner Mail drinstehen hatte. Also wir wissen halt nicht so genau, was da im Bund kommt. Also ich weiß es zumindest nicht, Frank stimmt zu, also gibt es wohl bislang nach wie vor keine wirklich verwertbaren Informationen dazu. Möglicherweise wird das ein oder andere, was in unserem Antrag steht, dann überholt sein, beziehungsweise halt eben so nicht konkret greifbar sein. Wenn jetzt in der Zwischenzeit halt eben bis zum Plenum noch was kommen sollte im Bund, haben wir natürlich noch die Möglichkeit, bis Montag gegebenenfalls dann mit einer aktuellen Stunde oder einem Eilantrag da irgendwie reinzugrätschen. Aber muss man natürlich ganz klar sagen, ob der halt dann angenommen wird oder nicht, das in meiner Glaskugel kann ich das nicht immer so erkennen, sagen wir mal. Das Risiko ist halt dann da, dass da gar nichts zu ist. Aber ich glaube, dass wir dieses Risiko eingehen sollten, das ist, glaube ich, besser, als sich nachher da einen Vorwurf machen zu lassen, dass der Antrag
dann halt zu der aktuellen Situation, wie sie dann halt eben ist, irgendwie mehr so gar nicht mehr passt. Das finde ich irgendwie noch blöder. Und wenn jetzt da totaler Mumpitz kommt im Bund, dann können wir halt auch noch im nächsten Plenum dann erneut darauf reagieren. Das ist ja recht zügig, bis wir dann die nächste Plenarphase haben. Ja, Kurzfassung, es gibt zu viel Dinge, die sich gerade noch bewegen, um hier einen fundierten Antrag fertig zu machen. Und deswegen stimme ich dann wieder mal überein. Den zurücksetzen. Ich mache mir hier langsam Sorgen, wer weiß, was gleich alles noch passiert. Moni, war das eine Handmeldung? Ich bin jetzt im Zimmer. Ach so. Okay. Dann, wenn ihr mir 2 Minuten Zeit gebt, dann könnte ich eben schon mal die Unterschriften hier tätigen. Dann sind wir nämlich mit unserem Antragsfenster für diese Sitzung durch und kommen somit zu Top 4. Und das ist unser Besuch heute. Ich begrüße ganz herzlich einmal die liebe Hermi und einmal den lieben Sekor. Und ich würde sagen, herzlich willkommen im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, ich werde mal ganz schnell für dich oder für euch was zu trinken besorgen. Ich bitte meine schlechte Gastgeber-Gastlichkeit zu entschuldigen. Sekor, drück das Knöpfchen an diesem Gerät und go. Ja, vielen Dank. Das mit dem was zu trinken wäre vielleicht gar nicht schlecht, ist aber noch nicht tragisch. Ich habe eine gute Nachricht. Pressemitteilungen funktionieren. Die schlechte Nachricht daran ist, sie funktionieren nicht bei den Medien, aber sie funktionieren bei den Mitgliedern. Wir erreichen also unsere Mitglieder noch. Nichtsdestotrotz, ich glaube, über das Thema sollten wir später nochmal in Ruhe diskutieren. Ich wurde in den letzten Monaten immer wieder gefragt, wie es weitergeht, was der Plan ist. Und ich habe schon einen Plan, wie ich zumindest für den Bund eine realistische Chance sehe, wieder Aufmerksamkeit zu generieren und auch wieder vorzukommen. Ich glaube, wir sind uns einig, dass die Medien tatsächlich ein Teil der Öffentlichkeit oder ein Teil der Möglichkeiten ist, die Öffentlichkeit zu erreichen. Und diesen Weg müssen wir auch gehen. Der Plan, den ich so ganz, ganz lose habe, sieht vor, dass wir uns zunächst auf eine Handvoll Themen konzentrieren, weil das die Möglichkeit ist, auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen zu werden. Wenn wir zu allem etwas sagen, dann produzieren wir für die Journalisten, die ja von allen möglichen Parteien und Institutionen mit Pressemitteilungen zugeschwemmt werden, nur noch einen Brei. Das hilft nicht, wir fallen damit nicht auf, wir kriegen keine Aufmerksamkeit und die brauchen wir aber, um in der Berichterstattung wahrgenommen zu werden und vorzukommen. Deswegen haben wir die Themenumfrage gemacht. Die Themenumfrage wurde kritisiert. Das ist ein gutes Zeichen, wenn etwas kritisiert wird, wird es wahrgenommen. Nico kann es bestätigen. Sie hat aber zumindest dafür gesorgt, dass wir ein klares Meinungsbild von den Mitgliedern bekommen haben, für welche Themen wir in den Wahlkämpfen kämpfen sollen oder mit welchen Themen wir in den Wahlkämpfen auftreten sollen. Und das sind ironischerweise genau die Themen, für die diese Partei mal gegründet wurde. Also es waren 3 Themenkomplexe, die über 90% Zustimmung bekommen haben, nämlich Datenschutz und Privatsphäre, die Transparenz und der Zugang zu Informationen und mehr Bürgerbeteiligung. Also tatsächlich irritierend, aber die Mehrheit unserer Mitglieder steht für das, wofür diese Partei gegründet wurde. Das ist schon mal eine feine Erkenntnis. Wir sind dann hergegangen und haben gesagt, okay, wenn die Mitglieder mit diesen Themen in die Wahlkämpfe ziehen wollen, dann gehen wir als ersten Schritt her und setzen diese Themen in den Mittelpunkt der Öffentlichkeitsarbeit. Also versuchen eine Fokussierung der Pressemitteilungen, der Blogposts auf diese Themenkomplexe zu bekommen oder auf diese Themen zu bekommen. Das bedeutet nicht, dass alle anderen Themen nicht mehr vorkommen. Das bedeutet auch nicht, dass wir irgendjemanden daran hindern, ein anderes Thema zu bearbeiten. Ganz im Gegenteil. Sondern es bedeutet einfach nur, dass wir einen kleinen Fokus setzen müssen, weil wir sonst eben keine Aufmerksamkeit bekommen. Ich weiß nicht, wer von euch am Bundesparteitag in Würzburg war. Ich habe dort ein Beispiel
formuliert, dass im Prinzip die Öffentlichkeitsarbeit wie das Schaufenster eines Kaufhauses ist. Wenn man da alles reinlegt, was man hat, dann stellt man halt sein Lager ins Schaufenster und die Leute gehen irritiert achtlos vorbei. Wenn man hingegen die drei Dinge reinstellt, die man für besonders wichtig hält, dann kommen die Leute in den Laden und kaufen dann auch das Zeug, was man sonst noch im Keller hat, hoffentlich. Okay, also das ist so der grundsätzliche Plan. Es gibt noch eine weitere Überlegung, das habe ich auf der Marina Kassel mal vorgestellt, nämlich herzugehen und zu sagen, man benennt für genau diese drei Themen auch für den Wahlkampf, also für die nächsten 1,5 Jahre, drei Themen Sprecher, die also explizit für die Partei die Aufgabe haben, zu diesen Themen nach außen zu sprechen. Da haben wir im Augenblick so ein bisschen einen Wildwuchs aus AGs und Themenbeauftragten zu verschiedenen Themen. Das ist halt historisch schon entstanden und sicherlich nicht optimal, aber das lässt sich ein bisschen korrigieren. Das ist das, was ich machen kann. Das ist das, was wir auch tun vom Bund. Nebenbei versuchen wir noch, die Finanzen ein bisschen zu sanieren. Da wird Hermi hinterher noch ein bisschen was dazu sagen, weil da braucht sie euch auch. Und ansonsten kämpfen wir uns halt mit Anträgen rum. Wir kämpfen uns mit Wellen der Empörung rum. Das ist jetzt in dieser Piratenpartei nichts völlig Neues. Aber das wird nicht reichen. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich da bin. Ich brauche eure Hilfe dazu. Natürlich kann man mit einer guten Pressemitteilung dafür sorgen, dass eine Handvoll Leute wahrnehmen, die Piraten gibt es noch. Ihr kennt das hier, ihr habt nämlich über die Fraktion immer noch eine größere Reichweite als wir als Bundespartei oder ein Landesverband, der keine Fraktion hat. Aber das reicht nicht, um von den Leuten als interessanter Mitspieler am politischen Geschehen dauerhaft wahrgenommen zu werden. Das schaffen wir nur mit allen Mitgliedern. Und wenn ich im Augenblick ein Problem wirklich dringend sehe, dann das, dass wir nur noch 18.000 Mitglieder auf Papier haben und für Aktionen nur noch ein Bruchteil davon zur Verfügung steht. Unsere Leute sind demotiviert und sind genervt. Und das müssen wir ändern. Jetzt habe ich in der Vergangenheit festgestellt, wenn ich als Bundesvorsitzender irgendwo zu einem Stammtisch hinkomme oder auch zu einer Veranstaltung, dann freuen sich die Leute, dass ich da bin. Das liegt nicht an meiner Person, da bin ich mir relativ sicher, sondern das liegt tatsächlich an dem Amt. Das Amt ist wichtig in dieser Partei, da gibt es halt nur einen. Und demzufolge ist die Aufmerksamkeit, die man da rauszieht, wenn man irgendwo hinkommt, schon gegeben. Ihr habt etwas Ähnliches. Ihr seid Abgeordnete im Landtag, ihr seid wichtig. Von euch gibt es nur 19. Warten mal mehr, aber okay, ein bisschen schon ist immer. Das heißt, wenn ihr irgendwo zu einem Stammtisch hinkommt, und zwar jetzt nicht zu eurem Heimatstammtisch, wo sie euch nicht leiden können, weil ihr jedes Mal mit denen streitet, sondern irgendwo anders und vorher das ankündigt und sagt, hey, ich komme hin, wenn ihr irgendwas habt, kommt auch hin, lasst uns dort reden. Dann ist das so ein kleines Zeichen von, ja, der Stammtisch ist wichtig. Und mei, da muss man halt mal abends irgendwo hinfahren und isst in einer Kneipe, deren Essen nur mäßig genussvoll ist, irgendetwas, was einem hinterher schwer im Magen liegt. Aber man hat vielleicht 5 oder vielleicht sogar 10 Leute erreicht, die hinterher sagen, okay, in dieser Partei ist noch Leben. Und das ist etwas, was ihr tun könnt. Also versucht wenigstens ab und zu in eurem Terminplan irgendwie das Aufschlagen bei so einem Stammtisch oder bei so einer Veranstaltung mit einzuplanen. Macht den Leuten das Angebot, dass ihr hinkommt, wenn die das wollen. Ich weiß, das ist anstrengend. Das kostet Zeit, das kostet Freizeit, weil das ist ja abends irgendwie. Aber hey, wenn wir in den nächsten Wahlen eine realistische Chance haben wollen, wieder einzuziehen und auch neue Parlamente zu erobern, dann schaffen wir das nur mit der gesamten Basis. Nur wenn wir alle Leute mitnehmen. Nur wenn wir es wieder schaffen, dass die Leute begeistert flyern, Plakate aufhängen, Infostände machen, an Aktionen teilnehmen. Nur dann haben wir eine realistische Chance, wieder Wahlergebnisse einzufahren. Weil ansonsten bleibt es bei 1-2%. Und das ist dauerhaft nichts, womit eine Partei leben kann. Also zumindest nicht in unserem System. Das wäre so meine Bitte. Ansonsten, wenn ihr was wissen wollt, ich bin jetzt noch eine Weile da, ihr könnt mich hier löchern, ihr könnt mich nachher draußen löchern. Wenn es Kritik gibt, jederzeit gerne. Ich würde aber trotzdem gerne vorher nochmal an Hermi das Wort übergeben, weil sie braucht ein Mikro. Warte. Ja.
Perfekt. Ja, das war jetzt irgendwie eine ganz tolle Überleitung. Vielen Dank. Ich bin letztens in Mumble aufgeschlagen, mehr durch Zufall, und bin in eine von euren Veranstaltungen geplatzt. Und ich glaube, die Simone war das, habe ich noch im Kopf, die bemerkt hat, dass ihr für eure Videos und für den ganzen Kram irgendwie keine ordentlichen Zugriffszahlen bekommt, dass ihr damit keine Reichweite habt. Ich habe daraufhin mit dem Michel telefoniert und habe ihm angeboten, okay, wenn ihr als Fraktion irgendwie Infos habt an die Mitglieder, kein Problem, dann macht mir einen Text fertig und dann schicke ich das raus, gar kein Problem. Wir haben das auch mit Grumpy gemacht zur Freiheit statt Angst-Demo in Köln. Ich habe dann das, vielen Dank, noch ein bisschen aufgemöppelt und bundesweite Termine reingepackt, so damit ich das auch bundesweit an die Mitglieder versenden konnte. Und da kam wirklich positives Feedback. Die haben sich gefreut, dass sie mal informiert werden, dass irgendwo was passiert. Also ich glaube, gerade wenn es darum geht, Leute für Infostände oder für solche größeren Demos und Aktionen zu mobilisieren, haben wir im Moment das Problem, die Leute kommen nicht, weil sie es teilweise auch überhaupt nicht mitbekommen. Die lesen keine E-Mail, keine Mailinglisten mehr, weil da sowieso nur irgendwie der übliche Scheiß abläuft. Und sie gucken auch nicht mehr irgendwie jeden Tag auf der Webseite oder sonst irgendwo nach, wo gerade irgendwas ist, wo sie sich einbringen können. Wir müssen die Informationen mehr zu denen bringen. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr irgendwie habt, ich sehe da irgendwas am 26.09. Stopp TTIP-Demo in Düsseldorf. Solche Sachen könnt ihr super mal eben als eine Aktionsmail, als Info an die Mitglieder raushauen. Dann sprecht entweder den Ralf Hurnig an oder schickt mir eine Mail und dann kümmern wir uns darum, dass das irgendwie da rauskommt. Fragen? Ja? Achso, ja, nee, wenn das jetzt gerade irgendwie dazu ist, dann... Ja, nee, Entschuldigung, ich bin ja derjenige eigentlich in Charge, jetzt habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Ja, dann mache ich das jetzt einfach, also ihr habt natürlich jetzt gerade auch viel angesprochen mit Amt ist wichtig und Stammtische besuchen, das hatten wir ja auch natürlich alles bemerkt und arbeiten daran. Du hast jetzt allerdings die Sache gesagt mit... den Mitgliedern Push-Informationen geben. Und ein Problem, was wir, glaube ich, alle haben, in der Fraktion genauso wie in der Partei, ist einmal die Transparenz in dem Sinne, dass man es nicht nur einfach alles irgendwo hinstellt und man hat, braucht aber einen Vollzeitjob, um überhaupt alle Informationen zu kriegen, also aufbereitete Informationen zu liefern. Und zweitens das Problem, was ihr auch jetzt angedeutet habt oder benannt habt, ich fokussiere das nochmal, das Problem, dass Mitglieder sehr viel machen könnten. Sie kriegen ja dauernd solche Termine wie hier TTIP, Düsseldorf und so, auch durchaus per Push-Info, aber sie wissen nicht so richtig, wo ist denn jetzt die Priorität, was ist denn jetzt wirklich wichtig, was ist denn jetzt wirklich ein Event, wo ich als Mitglied, auch wenn ich nur sporadisch da bin, verlangt werde. Wir haben doch, glaube ich, zu häufig das Problem, dass wir zum Beispiel auf Termine irgendwie aufmerksam machen, zum Beispiel, weil ein Abgeordneter oder ein Mitglied besonders engagiert sind und die Termine verbreiten, aber das gar nicht die wichtigen Termine sind. Nachher womöglich Mitglieder hingehen, die selten was machen und sehen, okay, es ist gar nicht toll vorbereitet, ich komme da hin und es ist keine Presse da, es ist niemand sonst da, wir stehen da mit 30 Leuten irgendwo und das war's dann. Wir haben uns nett unterhalten, das ist zwar schön, aber hat nichts gebracht. Deshalb möchte ich sowohl Fraktion als auch Bund, als auch die ganze Partei auf zwei Sachen lenken, die wir dringend machen müssen. Einmal aufbereitete Infos pushen, rumsenden, zum Beispiel, indem man so regelmäßig Newsletter, gibt es ja vom Bund oder auch von der Flaschenpost oder sowas, aber dass man das in verschiedenen Bereichen hat. Machen wir jetzt mit dem AK4 so, dann könnte man zum Beispiel allen Leuten auch zukommen lassen, die was mit Umweltschutz oder Verkehr, Mobilität oder sowas interessiert. Dass man also für die Leute, die ein bestimmtes Thema interessiert sind, wirklich Push-Infos bietet und die auch gut aufbereitet. Und dann zweitens, dass man Dinge besonders gut vor- und nachbereitet. Das betrifft natürlich alles, gerade hier in der Fraktion. Wir brauchen eine viel längerfristigere Planung, die auch beinhaltet, dass wir Aktionen, die wir machen, ordentlich vorbereiten und ordentlich nachbereiten. Oft ist es ja mit der Aktion, die wir gemacht haben, gegessen. Dann hat niemand mit der Hand, da haben sich alle Leute aufgerieben, weil es zu kurzfristig war. Und dann hat niemand mehr Zeit,
niemand mehr Zeit, die Aktion noch ordentlich nachzubereiten. Also Dinge müssen gut vorbereitet und nachbereitet werden. Und wenn die gut vorbereitet und nachbereitet werden, dann kann man daraus ein Event machen. Und dann sollte man wirklich auf allen Kanälen auch mitteilen, das ist jetzt ein Event, das ist gut vorbereitet, das wird gut nachbereitet. Da ist, wenn es jetzt sich um eine Aktion im öffentlichen Raum handelt, zum Beispiel auch die Presse informiert, da hat sich jemand drum gekümmert. Und dann können nämlich da auch die Mitglieder kommen, die sonst nie kommen. Das muss aber irgendwie eindeutig vermittelt werden. Und ich glaube, da liegt ein großes Problem bei uns. Da müssen, glaube ich, wir alle auch darauf achten, dass wir das dann so ordentlich rüberbringen. Ich glaube, das macht wenig Sinn, also es macht natürlich auch Sinn, jetzt zum Beispiel hier Stop TTIP Düsseldorf rumzusenden, aber es macht wenig Sinn, an der Stelle jetzt spontan so zu tun, als ob da das die ganze Bundespartei Interesse für haben muss. Es ist halt nicht der Fall. Das sage ich als Düsseldorfer jetzt an der Stelle. Obwohl ich es natürlich gerne sehen würde. Aber es ist halt nicht der Fall. Wir müssen so ein bisschen gucken, dass wir regional Events hinbekommen. Also die ganze Bundespartei ansprechen für ein Event bringt es natürlich auch nicht, aber dass regional Events hinbekommen und dass die fokussiert sind auf 2 Stück pro Jahr oder so, wo die Mitglieder dann auch wirklich hingehen. Okay, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich gebe dir vollkommen recht. Jetzt ist natürlich mein Problem, so aus der Verwaltung heraus bin ich in erster Linie Dienstleister, der versucht, die Information irgendwie an den Mann zu bringen. Das heißt, ihr müsst eigentlich selber wissen, welche Termine ihr tatsächlich in diesem großen Maße mit diesem in Anführungszeichen relativ mächtigen Instrument Mail an die Mitglieder irgendwie vermitteln wollt. Ja, Stop TTIP, das habe ich jetzt gerade gesehen, das war jetzt ein Beispiel. Es wäre jetzt auch schon ein bisschen zu spät, aber davon gibt es ja bundesweit mehrere Termine. Und wenn wir es dann mal irgendwie schaffen, dass mehrere Geschäftsbereiche oder überhaupt Bereiche innerhalb dieser Partei ein bisschen besser fluppen und ein bisschen besser zusammenarbeiten, wäre das ja überhaupt kein Problem, irgendwie ein Vierteljahr vorher zu sagen, okay, wir haben irgendwie hier 4 Städte in ganz Deutschland, da kümmern sich Leute um Mitglieder, die mitmachen wollen, wenn sie denn mitmachen wollen und so weiter. Und dass das dann halt irgendwie größer aufgezogen und kommuniziert wird. Also das ist im Prinzip das Ziel, wo es hinauslaufen soll. Klar, ein Infostand in Castrop-Rauxel interessiert jetzt eher nicht so viele, das ist klar. Aber da ist tatsächlich die Sache, was ihr dann halt draus macht. Ich bin dann nur der Botschafter, der die Informationen irgendwie verteilt. Aber wie gesagt, es gibt diese Möglichkeit und macht davon Gebrauch. Oder auch wenn ihr mal irgendwie ein ganz einfaches Meinungsbild bei der Basis TM einholen wollt oder auch nur bei den Kreisvorständen oder so, dann sagt mir das, stellt eure Frage, vielleicht 2 Fragen mit Ja, Nein und dann schicken wir dazu eine Umfrage raus. Wir können das auch gezielt auf einzelne Personengruppen wie zum Beispiel nur Vorstände oder so verschicken. Alles, was euch irgendwie hilft. Und wenn ihr da noch mehr Bedarf habt oder irgendein Problem habt oder ein Anliegen habt bezüglich, wie ihr die Informationen besser verteilt, dann sprecht mich an, dann kümmern wir uns darum, dass wir das da irgendwie passend zurechtschneidern. Okay, das, ja? Ja, zusammenfassend, also du bietest deine Hilfe bei der Umsetzung an, aber die Entscheidung, was wann gemacht wird, die muss an anderer Stelle fallen, finde ich ja auch völlig richtig. So, jetzt gab es eine Wortmeldung von der Simone, die wir leider übergangen haben. Die wäre eigentlich vor dem Oliver dran gewesen. Entschuldigung dafür. Alles gut, Frank, danke. Nochmal zu dem, was du gesagt hast, Stefan. Geht mir jetzt nicht darum, wer hat zuerst die Idee oder weiß ich nicht, sondern eigentlich eher in der Betonung dessen, dass wir auch bemerkt haben, dass sowohl bei dieser Besinnung auf die Kernthemen, dass da irgendwie parallel gelaufen ist, dass Bund und hier auch Land und die Fraktion eigentlich gesagt hat, wir müssen weg von dieser bunte Schubladepartei und wieder hin zu dem, was wir eigentlich wollten. Genau das mit den Stammtischen haben wir auch bemerkt, uns gerade aktuell dabei, das zu forcieren. Wir hatten bei der letzten Klausur mit dem Landesvorstand nochmal eben geplant bzw. in Auftrag gegeben, eine Komplettaufstellung aller aktiven Stammtische überhaupt noch, weil im Wiki sind so viele Karteileichen drin, das kannst du vergessen. Michelle hat jetzt ja schon angefangen mit der Marching kommt, aber wir haben uns das eigentlich alle persönlich als Ziel gesetzt, in den nächsten Monaten so viele Stammtische wie auch möglich zu besuchen. Also wir haben das auch gespürt, dass das Sie da draußen denken, ja, wo sind sie denn? Und dass man da auch nicht in einer großen Vortragsreihe aufschlagen muss, sondern dass es eigentlich schon reicht zu sagen, hey, ich komme mal vorbei auf ein Bier und ihr erzählt mal, was jetzt hier bei euch Sache ist. Ja. Um
Moment, es geht noch ums Geld. Ja, das ist der zweite Themenkomplex, den ich heute gerne kurz ansprechen möchte. Ja, wir haben ein Problem mit dem Geld. Voraussichtlich, also vornehmlich im Bund, NRW steht im Moment ganz gut da als Landesverband, aber grundsätzlich zieht sich das durch die ganze Partei, wir haben ein Problem mit Geld. So ein paar Zahlen für euch, damit ihr euch einen Eindruck machen könnt. Wir haben 2015 Einnahmen durch Mitgliedsbeiträge in der gesamten Partei 300.000 Euro. Das verteilt sich auf 16 Landesverbände, deren Gliederungen und den Bund. Wir haben im Bundesverband im Moment Spenden eingenommen in Höhe von 30.800 Euro und das ist ein nicht unerheblicher Teil davon, sind einfach Rückspenden von Reisekosten. Wir haben im Moment Ausstände bei den Mitgliedsbeiträgen von 1,3 Millionen Euro. Es sind inzwischen jetzt 5 Landesverbände, die dieses Jahr noch an unserem automatisierten Mahnverfahren teilnehmen möchten. Und wir haben wahrscheinlich noch so eine Rückzahlung an Parteienfinanzierung zu erwarten von ungefähr 500.000 Euro. Das wird auch irgendwie der Bundesverband alleine stemmen müssen. Und da haben wir ein immenses Problem. Es gibt seit diese Partei besteht, noch nie hat sich irgendjemand tatsächlich um Fundraising gekümmert. Es gibt keinerlei Konzepte, wie man an bestimmte Interessensgruppen herantritt und da in irgendeiner Form vielleicht Spenden einwirbt. Da muss dringend irgendwas passieren. Ich kann das nicht alleine machen und das können auch nicht die Schatzmeister nicht alleine machen. Das müssen alle in irgendeiner Form zusammenarbeiten. Warum spreche ich das jetzt bei euch an? Ich hätte da auch gerne eure Hilfe, beziehungsweise ich möchte bei euch erstmal das Bewusstsein wecken, was ihr da vielleicht tun könntet oder wie ihr helfen könntet, damit wir insgesamt ein bisschen mehr Kohle einfahren. Wir haben keine Mandatsträgerabgaben, das finde ich auch gut so. Aber trotzdem haben andere Parteien darüber hinaus ja auch irgendwie Konstrukte, wie sie das Geld irgendwie in die Partei hineinschaffen. Ich rede jetzt nicht von illegaler und verdeckter Parteienfinanzierung, aber wenn ihr zum Beispiel sagt, okay, wir geben Geld für Werbemittel aus, dann bestellt die beim P-Shop. Das generiert externen Umsatz bei uns, was wir quasi eins zu eins als Parteienfinanzierung wieder reinbekommen. Ich weiß nicht, wie hoch euer Budget oder euer Etat für Werbemittel ist, aber das wird ja schon so ein bisschen was sein. Tut es bitte nicht auf die Art, dass ihr beim P-Shop und bei der Partei Lieferantenadressen anfragt und das Zeug dann selber bestellt. Das kam schon vor. Wenn ihr sagt, okay, ihr könnt das ist euch zu unsicher oder es gibt Bedenken, dann holt euch Angebote ein. Und wir machen euch einen guten Preis. Wir machen euch im Zweifelsfall einen besseren Preis, weil wir das durch die Parteienfinanzierung können. Wir brauchen Input, was politische Inhalte betrifft, für Flyer, für Arguliner, für weiß der Geier. Ihr könntet zum Beispiel hingehen und sagen, okay, die Fraktion kümmert sich mal um eine Serie von Infoständen zu einem bestimmten Thema und setzt irgendwie Leute dran, die dafür Schulungsmaterial entwickeln, um die Leute, die eure Themen an den Infoständen vertreten sollen, in irgendeiner Form zu schulen. Dann gibt es da schon mal Inhalt. Ihr könntet zum Beispiel diverse Druckvorlagen für Zeug unter einer CC-Lizenz irgendwie veröffentlichen. Das entspricht ja auch unseren politischen Inhalten. Was zum Beispiel ein Beispiel ist, wo wir sehr, sehr viele Anfragen aus der Basis hatten, ist die Graspirin-Kampagne. Die haben alle gefragt, wann können wir dazu irgendwie einen Flyer im P-Shop bekommen oder gibt es da Aktionsmaterial zu, und wir hatten halt nichts. Wenn wir bei solchen größeren Dingen da irgendwie eine Kooperation schaffen würden, dann würden wir A, die Gliederungen irgendwie bedienen, die dann mitziehen könnten. Die Themen und die Kampagnen wären insgesamt in der Partei vielleicht auch ein bisschen bekannter. Und wir hätten im Zweifelsfall einfach so ein paar Umsätze, die sich halt irgendwie auf die Parteienfinanzierung niederschlagen. Also wenn ihr da vielleicht so ein Bewusstsein entwickeln könntet, würdet, wäre das eine großartige Sache. Ganz kurz von meiner Warte aus, danke Hermi, das nehme ich auch auf jeden Fall mal so mit. Und ich glaube, das können wir auch mal intern noch mal ein bisschen besprechen und weiter eruieren, was es dann noch so an weiteren Möglichkeiten gibt, die natürlich Trennung, Fraktion, Partei. Ich sehe schon wieder die ersten im Stream vor meinem geistigen Auge, die jetzt gerade wild Screenshots, Mitschnitte, Copy-Paste, die haben dann und dann das und das gesagt, Kompromatkoffer befüllen. Vor allen Dingen, ganz ehrlich, noch nicht mal unbedingt vom Landesrechnungshof. Nein,
Nein, parteiintern, liebe Leute. Ich weiß, wir achten da schon drauf. Kreon, bitte. Da war gar nicht so viel Kompromat jetzt dabei. Ich habe einmal das Wort Infostände gehört. Ansonsten sind da einige sehr gute Sachen dabei, auf die man natürlich alle auch sofort kommen könnte. Zum Beispiel hier Druckvorlagen unter CC-Lizenz und sowas. Perfekt. Aber ich glaube, manchmal geht einem das im Alltag durch. Und uns geht sehr viel im Alltag durch hier. Ist so. Und deshalb sollten wir, von welcher Seite, wer jetzt anfängt damit, ist erstmal nicht relevant, sollten wir eine Checkliste machen. Und diese Checkliste sollte schriftlich vorliegen. So eine Checkliste nach dem Motto, daran haben wir gedacht, die brauchen wir. Wer die Checkliste erstellt, ist mir an der Stelle erstmal egal, aber kriegen wir, glaube ich, hin. Und die zweite Sache, wir haben in der Vergangenheit manchmal Aktionen gehabt, ich will gar nicht so lange auf der Vergangenheit rumreiten, haben Aktionen gehabt, dass man spenden sollte. Dann haben das manche gemacht, auch Abgeordnete waren dabei und sowas. Und dann ist diese Aktion aber irgendwie schiefgelaufen. Auf der Webseite zum Beispiel wurden die Balken nicht aktualisiert, da stand immer noch 0 Euro, obwohl man wusste, hier, da wurden noch mehrere 100 Euro gespendet, wo sind die denn? Stand immer noch 0 Euro. Wir haben das total, und auf andere Dinge gehe ich jetzt gar nicht ein, die in der Vergangenheit schiefgelaufen sind, aber wir haben halt sehr viele Sachen gehabt, wo die Vorbereitung vielleicht möglicherweise gestimmt hat, aber die Nachbereitung gar nicht. Und das ist blöd, weil es nicht nur unsere Spendenbereitschaft schmälert, also ich weiß, viele von uns engagieren sich eher lokal, weil sie wissen, was mit dem Geld passiert und überhaupt was passiert, aber es ist ja nicht richtig, weil wir haben ja eine Verantwortung für die ganze Partei und nicht nur für lokal. Wir sollten auch nicht so, wir sollten auch sozusagen etwas bedingungsloser damit sein. Aber es betrifft ja nicht nur uns, sondern es betrifft alle. Trotzdem sind wir natürlich insofern relevant, weil wir erstens Werbung machen können für eine bestimmte Aktion, Spendenaktion, und zweitens natürlich mit gutem Beispiel vorangehen können. Und das machen wir, denke ich mal, auch gerne. Wir sollten uns nur darauf einigen, vielleicht tatsächlich, also wirklich einigen, was für eine Aktion machen wir denn mal bundesweit. Und dann auch wirklich, dann können wir auch, glaube ich, alle an einem Strang ziehen, wenn wir wissen, es funktioniert. Einfach an der Stelle, glaube ich, seid ihr mit dem Vorschlag ruhig dran und wir sind dann dran zu sagen, steigen wir jetzt drauf ein. Und das ist aber, betrifft genau das Gleiche, was ich eben mit anderen Aktionen erzählte. Da sollte man sich vielleicht auf eine Sache dann konzentrieren und das dann auch durchziehen. Okay, da würde ich direkt darauf antworten. Ja, Spendenaktionen und so weiter ist auch wichtig, muss sich irgendjemand drum kümmern. Das ist aber hier jetzt gerade nicht mein Primärziel. Ich will jetzt nicht an jeden Einzelnen von euch herantreten und sagen, hier, gebt hier nochmal irgendwie 200 oder 300 Euro für Projekt XY und so weiter. Das ist gar nicht mein Anliegen, sondern mir geht es eher so um die grundsätzliche Struktur, wie wir da irgendwie eine Möglichkeit schaffen können, im Tagesgeschäft irgendwie da miteinander zu kooperieren. Ja, genau, CC-Lizenzen oder so. Oder ja, wie gesagt, kauft euer Wahlkampfmaterial beim P-Shop. Und es kann sein, dass es Anbieter gibt mit einem günstigeren Preis, aber dann muss man halt einfach mal die Angebote einholen und dann sagt uns, hey, da kostet der Kugelschreiber aber nur 20 Cent bedruckt oder so, könnt ihr da irgendwas tun? Und dann bin ich mir ziemlich sicher, können wir irgendwas tun. Okay. Dann habe ich gesehen, mal gerade gucken. Wen habe ich denn? Ja, Hartmut, Lukas und dann mich nochmal, wenn ich jetzt niemanden übersehen habe und vielleicht immer im Dialog da. Ja, also ich finde die Idee ganz gut. Ich glaube, wir überlegen ja hier auch Ressourcen zu bündeln, wenn man Kampagnen fährt und wir haben ja nicht mehr sehr viel Zeit. Ich würde einfach nur ganz praktisch anbieten, vielleicht habt ihr gleich noch Zeit, dass man einfach mal überlegen könnte, was das konkret sein könnte, damit wir keine Gelegenheit außer Acht lassen. Weil ich glaube, der Punkt ist nicht, die Idee zu haben, sondern diese PS-Zahlen, die ja durchaus da sind, auf die Straße zu bringen, eben ein paar Strukturen zu legen, zu gucken, kann man bei euch auch ein Angebot haben? Das kann man ja einfach strukturieren, dann weiß man das. Wenn ihr gleich noch da seid, würde ich mich einfach gerne noch mal mit euch zusammensetzen, was man da machen kann. Denn es gibt ja im November auch ein Treffen der Fraktionen. Wenn man bis dahin schon mal etwas hätte, was man strukturell auch denen vorschlagen könnte, wäre das ja kein Fehler. Warte mal, irgendwo ist ein Auto.
Reden wir jetzt später mal drüber. War jetzt halt einfach mal so kurz eingeworfen von Hartmut. Dann habe ich den Lukas. Okay, Spendenkampagnen, ihr habt ja in der Vergangenheit schon einiges probiert. Ich glaube, das Letzte, woran ich mich erinnere, war halt auch eben auch eine Spendensammlung für eine Verwaltungsstelle oder Unterstützung zu diesem Bereich. Und das war auch, ich glaube, das ist auch das, was der Olli meinte, das war so teils im Wiki, teils dann ist das wieder umgezogen. Also das war natürlich ein bisschen schwierig, denn ich glaube halt, die Piraten oder die, die schon länger dabei sind, die wussten natürlich, wie mit dem umzugehen ist, aber damit hat man natürlich nur intern Menschen erreicht, aber nicht außerhalb. Und das ist natürlich so ein bisschen schade, weil klar, wir können unsere Mitglieder halt quasi immer wieder konsultieren, aber mich würde interessieren, ob es da halt auch Ideen oder auch den Wunsch gibt, auch mit oder Menschen außerhalb der Partei für Spenden zu gewinnen. Was danach folgte, war übrigens sehr gut. Ja, ich habe eine Karte bekommen von Secor, ja, mit einem Schlüsselanhänger, wo dann stand Danke und ich, boah, toll, das ist auch ziemlich professionell, habt ihr auch bekommen, ne? Also ich dachte, boah, shit, jetzt kommt's raus. Boah, abgefahren, ne? Also das war halt richtig professionell, weil bei diesen ganzen Spendensammelgeschichten ist es ja auch so, jemand, der einmal gespendet hat, der hat Bereitschaft, auch ein zweites, drittes, viertes Mal zu spenden. Und das ist ein Potenzial, das haben wir seit jeher nicht so wirklich verstanden, das zu nutzen, dass wir dann auch Verteiler anlegen, die Leute halt irgendwie bei Laune halten, zusätzlich mit Informationen versorgen, um sie halt auch ein bisschen zu betreuen, bei Laune zu halten, ihnen das Gefühl zu geben, sie haben was Wichtiges bewirkt und sie haben dadurch eine bestimmte Rolle eingenommen in der Partei und das wollen die ja auch oder die meisten Spender. Ich finde, da müsste man sich so ein bisschen Gedanken zu machen, bin ich auch gerne bereit, irgendwie mitzuhelfen, wenn ich es kann in irgendeiner Form, aber ich finde, das ist ganz wichtig. Auch das Thema Ansprechen von Mittelständlern, Unternehmen, Handwerk. Ich denke, dass es ganz viele Unternehmen, Unternehmer gibt da draußen in der Gesellschaft, denen unsere Ziele am Herzen liegen und die es auch ganz wichtig finden, dass es uns gibt als Partei und die es unglaublich schade fänden, wenn es uns nicht mehr gäbe. Mhm. Aber die haben halt zum Beispiel das Problem, weil ich das mit einem Mal durchgespielt habe, der wusste jetzt nicht genau, wie trete ich jetzt an die Piratenpartei heran, wenn ich jetzt eine größere Summe spenden will. Ne, jetzt weiß ich halt, okay, jetzt kann ich halt irgendwie einen direkten Draht zur Schatzmeisterei besorgen, aber das ist eigentlich nicht der Weg, das ist schon zu aufwendig. Das heißt, vielleicht müsste man da schauen, wie machen das die anderen? Wie macht das so eine FDP? Ja? Nicht, dass wir sagen, dann ja, halt ein bisschen so 20% davon runternehmen und für uns einen Mittelweg finden. Aber ich denke, da ist ganz viel Potenzial und ich finde es gut, dass wir uns darüber Gedanken machen. Oder ihr auch. Gut, dann würde ich eben den Secor noch auf die Liste nehmen. Ich würde gerne kurz darauf antworten. Wir haben eine Ausschreibung für einen Fundraiser, also tatsächlich jemanden, der das auch als Job macht, um da ein bisschen mehr Priorität zu bekommen. Die Ausschreibung sollte jetzt veröffentlicht werden. Und da wird man zumindest mal in den ersten 3 Monaten sehen, was dann dabei rauskommt. Ich glaube allerdings, dass so jemand das in unserer Partei nicht alleine machen kann. Also der braucht Hilfe. Und deswegen werde ich auf dein Angebot da gerne zurückkommen. Ja, genau. Hami. Genau das meinte ich zu Beginn, als ich sagte, es gibt in dieser Partei noch nie ein Konzept dafür. Da hat sich noch nie irgendjemand drum gekümmert, weil am Anfang irgendwie haben wir nicht so viel Geld gebraucht und dann kam der Hype und dann hatten wir genug Kohle und so und jetzt sind wir halt, ne? Das Problem, das wir haben, ist halt, wer soll es machen? Wir gehen quasi personell so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. Und wenn jetzt irgendwie jemand kommt und sagt, okay, wir brauchen jetzt irgendwie ein 10-köpfiges Team, was sich irgendwie speziell um die Bearbeitung von KMU gegen TTIP kümmert oder so und dann da Klinken putzen geht, das kostet einen Haufen Zeit, den im Moment keiner so wirklich hat, ja, um das tatsächlich mal professionell anzugehen. Das ist ein großes Problem. Die Sache mit dem Fundraiser, das ist jetzt nur so ein erster Schritt in diese Richtung. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Mensch, wenn er dann bei uns eingestellt ist, sich erstmal 2 Monate hinsetzen muss und sich erstmal irgendwie um entsprechende Inhalte kümmern muss, damit der irgendwie eine Grundlage hat, auf der er verschiedene Interessenten und Bereiche ansprechen kann. Also ein Handwerk interessiert sich vielleicht für was anderes in unserer Partei als jetzt irgendwie Hotel- und Gaststättengewerbe oder IT-Branche oder was auch immer. Aber da gibt es einfach keine Grundlage, die irgendwie fertig ausformuliert ist. Und das ist jede Menge Arbeit, die irgendwie gemacht werden soll. Jetzt habe ich einen Faden verloren, da war noch irgendwas anderes. Du hast noch ein paar Sekunden. Genau, geht doch. Nee,
Schlüsselanhänger. Ja, genau. Das freut mich, dass ich das positives Feedback kommt bezüglich diesen Karten. Was wir so bisher an dieser ganzen Spendenaktionsgedönse immer hatten, ist, dass sich da immer entweder verschiedene Leute drum gekümmert haben oder es waren immer irgendwie nacheinander andere oder es waren immer nur Einzelkämpfer, die irgendwie versucht haben, krampfhaft irgendwas auf die Reihe zu kriegen. Ich habe jetzt mit Gordon tatsächlich sehr hart gearbeitet. Man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit das ist, wenn man da irgendwie zu zweit so ein Spendending sie macht. Und dann irgendwie aus der Buchhaltung, die auch noch ehrenamtlich arbeitet, immer regelmäßig die aktualisierten Zahlen zu bekommen und dann irgendwie hinterher zu laufen und dann irgendwie die Adressen rauszukriegen und so weiter. Aber danke für das positive Feedback, das ist echt gut. Das freut mich, dass das funktioniert hat. Und in Zukunft soll, wenn es nach mir geht, das auf jeden Fall immer so laufen. Ne? Aber ja. Dann hätte ich noch eine abschließende Rückfrage, weil ich jetzt zwischendurch auch andere Dinge vorbereiten musste. Freifunkroute hat der PF-Shop auch, ne? Gibt schon interessante Möglichkeiten. Da gerade, ich gucke auf die Uhr, normalerweise würden wir ja Pause machen. Eine Anmerkung, ja, es geht darum, eine Terminfindung für den 7. und oder 8.11. überhaupt in Erwägung zu ziehen und zu planen als Fraktionenklausur mit einer eingebundenen Fraktionsgeschäftsführungsrunde. Ursprünglich gab es auch die Idee, da direkt das, eine Presserunde mit einzubeziehen. Davon wurde jetzt aber von unserer Seite aus erstmal Abstand genommen. Und weil es ist vielleicht besser, wenn die Fraktionenklausur Dinge entwickelt, die dann im Anschluss die Pressestellen entsprechend weiter verbreiten könnten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wir da in der Planungsphase sind. Also es soll sich hier niemand irgendwie überfallen fühlen. Und ich wollte eigentlich diesen Termin dann heute Nachmittag rumschicken. Er steht auch schon im gestrigen Vorstandsprotokoll, wer die es heute zu Eingang der Sitzung vielleicht gesehen hat, das Protokoll, wenn er pünktlich da war, hätte es ansprechen können. Jetzt möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, wenn es keine weiteren Fragen gibt, bei SECOR und bei Hermi für diese auch technischen Hinweise. Und ich denke mal, im Laufe des Nachmittags, die Leute, die Zeit haben, krallt sie euch, schnappt sie euch. Thematische Ideen, blöde Fragen gibt es ja keine. Ich selber bin leider in einer PGF-Runde, in der Geschäftsführungsrunde für die Tagesordnung. Ich weiß ja nicht, wie lange ihr da seid. Und dann würde ich nämlich, weil es keine Umlaufbeschlüsse gab, Top 6 abhandeln und dann können wir den öffentlichen Teil nämlich beenden. Dann haben wir im Bereich Sonstiges, das hatten wir eingangs schon gesagt, die Geschichte mit den Kern- oder Themenarbeitskreisen, würde ich sagen, müssen wir dann leider schieben, damit Michelle und ich dann gemeinsam das Ganze vorstellen könnten. Ist vielleicht sinnvoller. Terminhinweise, Frank hat gerade auch noch einen nachgetragen, bin ich auch sehr dankbar für. Wir haben kommenden Samstag die Stopp-TTIP-Demo in Düsseldorf. Relativ großes Bündnis mit sehr vielen kleinen Organisationen. Ich selber werde auch als Mensch vor Ort sein. Im Oktober ist da, glaube ich, auch die große Stopp-TTIP-Demo dann in Berlin. Nein, die ist im Oktober, nicht im November. 10. Oktober. Von daher. Dann gab es einen Veranstaltungshinweis über das Saarland tatsächlich in Rücksprache mit dem dortigen Fraktionsgeschäftsführer. Auch da gibt es jetzt immer so kurze Gespräche. Die interkulturelle Woche aller Kirchen in Deutschland lädt ein zur Aktion Vielfalt, das Beste gegen Einfalt, kommende Woche. Das ist etwas, was man auch vielleicht in den kleineren Kommunen in Nordrhein-Westfalen sich mal angucken kann, vor Ort, wer in den Wahlkreisen unterwegs ist. Da denke ich mal, das Thema drückt der Titel sehr schön aus. Und der dritte Hinweis, den ich sehe, ist die FSA-Tour findet natürlich weiterhin bundesweit statt, in allen möglichen Städten und kommenden Samstag parallel dazu in Detmold auf dem Marktplatz. Und ich denke mal, der Teil der offiziellen es ist Teil des, der, genau, Teil der offiziellen Tour, genau. Und
Thema, genau, Bändchen sammeln für alle Wolles unter uns. Gibt es noch weitere sachdienliche Hinweise, Informationen, Wünsche, Anregungen? Schmähkritiken bitte erst im Anschluss. Dann würde ich sagen, sind wir um 11.50 Uhr, 20 Minuten nach unserer üblichen Zeit, mit am Ende von Top 6, somit am Ende des öffentlichen Teils der heutigen Fraktionssitzung. Und dann würde ich die Sitzung jetzt bis 12 Uhr, Entschuldigung, 12 Uhr 10 unterbrechen, um dann mit dem geschlossenen Teil im Fraktionsöffentlichen weiterzumachen. Vielen Dank.